Hallihallo aus ungewohntem oder vielleicht auch gewohntem Umfeld, je nachdem wie man es nimmt. Bin wieder zurück in Deutschland, wie ihr seht. Ich habe den ganzen Freitag eigentlich nur damit verbracht, 1 Million Sachen zu erledigen, wie die auf meiner To-Do-Liste standen, und Postings vorzubereiten und so weiter und so fort. Und heute habe ich ganz viel aufgeräumt und damit muss ich jetzt auch noch ein bisschen weitermachen, denn gleich kommt meine Mama bei mir an, die übernachtet bei mir. Deswegen möchte ich, dass meine Wohnung einigermaßen sauber und ordentlich ist. Und nachdem ich hier erstmal die Sachen von den letzten 3 Monaten ausgepackt hatte, sah es natürlich nicht ordentlich aus. Aber ich bin ganz froh, dass ich so viel zu tun habe und dass meine Mama mich besucht, weil ich so gar keine Zeit habe, wirklich traurig zu sein. Im Hintergrund hängt gerade noch Wäsche auf, wie ihr seht. Ich hatte auch so ungefähr 18 Maschinen Wäsche zu waschen. Ich habe mich so auf meine Waschmaschine hier wieder gefreut, denn die Waschmaschinen in New York waren eine absolute Katastrophe. Erstens war das Waschen super teuer und dann wurden die Sachen alle nicht richtig sauber. Man muss alles in den Trockner tun und viele Sachen können gar nicht in den Trockner von meinen Sachen und das war einfach nur furchtbar. Aber jetzt konnte ich endlich wieder ganz normal waschen und Sachen aufhängen. Das hat mich sehr gefreut. Ich muss jetzt noch kurz ein bisschen weiter aufräumen. Ich muss noch einmal meine Kosmetiksammlung ein bisschen durchgehen, weil ich da vieles aussortieren möchte. Da muss ich noch einmal kurz mein Bad putzen, glaube ich. Und dann muss ich auch schon los. Ich muss einmal kurz zur Post 2 Pakete wegbringen. Und dann muss ich los zum Bahnhof noch meine Mama abholen. Ich weiß nicht, wie viel ich da noch filmen werde. Also ich hoffe, dass überhaupt irgendwas dabei rumkommt bei diesem Vlog. Ich habe gestern alle meine Pinsel gewaschen, was ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr getan habe. Und jetzt habe ich eine ganze Kiste voll mit sauberen Pinseln. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass ich die unbedingt mal aussortieren muss. Denn so viele Pinsel benutzt kein Mensch und die letzten Monate bin ich auch sehr gut mit weniger Pinseln klargekommen. Deswegen werde ich da, glaube ich, mal durchsortieren und raussuchen, welche ich wirklich regelmäßig benutze und welche nicht. Das war gar nicht so schwer, sich zu entscheiden. Also das sind die, die ich eigentlich wirklich so gut wie nie benutze oder nicht mehr. Das sind die, die ich schon relativ regelmäßig benutze. Wobei den hier, wenn man ehrlich ist, auch sehr selten. Die werde ich jetzt erstmal probeweise, glaube ich, wegtun und mal schauen, ob ich die in den nächsten Wochen dann vermisse. Und wenn nicht, kommen sie, glaube ich, dann endgültig. Ich habe meine Mama abgeholt und danach waren wir noch was essen bei 485 Grad, wo ich ja jetzt schon sehr lange nicht mehr war. Ich hatte aber, um ehrlich zu sein, nicht so mega Bock auf Pizza. Ich hatte nämlich in der letzten Zeit in Amerika sehr häufig Pizza und generell sehr viel, nicht unbedingt sehr gesundes Essen. Vor allen Dingen am Ende habe ich es damit so ein bisschen übertrieben, weil ich mir dachte, ich will nochmal alles ausnutzen, bevor ich wieder zurück nach Deutschland fliege und habe dann echt so viel Mist in mich reingestopft die letzten Wochen. Und ja, also ich will mich auf jeden Fall jetzt hier wieder gesünder ernähren. Also ich merke so richtig, wie mein ganzer Körper so danach verlangt und ich wieder mehr Obst und Gemüse essen will. Deswegen hatte ich einen Salat, der auch sehr lecker war und wir hatten noch eine leckere Vorspeise. Und jetzt sind wir wieder zurück und ich muss mich jetzt noch vor den PC setzen und einen Blogpost schreiben und ein bisschen schneiden. Und mehr wird vermutlich nicht passieren heute Abend. Also da mache ich mich jetzt mal dran und dann werde ich wahrscheinlich danach nur noch ins Bett gehen. Ich muss relativ leise reden, weil meine Mama schon schläft. Ich habe jetzt gerade eben an dem Blogpost gesessen und geschnitten und es ist leider etwas extrem passiert. Eine meiner Speicherkarten ist kaputt gegangen und ich komme nicht mehr an die Daten.
die auf der Speicherkarte sind. Und da sind mega viele Vlog-Dateien noch von New York drauf und auch ganz viele von den Dateien, die ich gefilmt hatte für das Video, was ich geplant habe. Und ganz viele Fotos. Und ich habe jetzt bis gerade eben versucht, das irgendwie wieder herzustellen. Und die Fotos konnte ich sogar wiederherstellen mit so einem komischen Wiederherstellungsprogramm aus dem Internet. Aber mit den Videodateien hat es leider nicht so gut funktioniert. Die sind angeblich wiederhergestellt, aber ich kann die irgendwie nicht öffnen. Also falls jemand von euch, die mit sowas zufällig auskennt und irgendwelche Tipps hat, dann lasst die gerne in den Kommentaren da. Vielleicht kann man da noch irgendwas retten. Ansonsten werde ich mich mal in den nächsten Tagen erkundigen, ob es irgendeinen Profi gibt, der mir dabei helfen kann. Denn es nervt mich einfach und es macht mich halt vor allen Dingen traurig, weil ich alle Vlog-Dateien aus Amerika aufgehoben habe, einfach so als Erinnerung, und kotzt mich jetzt halt sehr an, dass die alle weg sind von dieser einen Speicherkarte. Aber naja, jetzt kann ich momentan eh nichts daran ändern, deswegen werde ich mich jetzt bettfertig machen und mich für diesen Vlogtag von euch verabschieden. Wenn ich mich nicht ganz täusche, dann ist das der Vlog, der am Dienstag online geht. Dann kommt am Mittwoch für euch ein normales Video und am Donnerstag geht es weiter mit dem Vlog von Leo und dann kommt am Freitag von mir der nächste Vlog. Ich hoffe, das stimmt alles so und ich liege nicht komplett daneben. Auf jeden Fall wünsche ich euch bis dahin erstmal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!